Eine weitere Aufgabe zur Thermochemie. Wir wollen die Bildungsenthalpie einer wenig oder unbekannten, vielleicht neuen Substanz abschätzen. Und zwar aus den Bindungsenthalpien. Hydrazin, das ist N2H4, verwandt mit dem Ammoniak NH3, ist eine gasförmige Verbindung. Wir sollen deren Bildungsenthalpie abschätzen. Also die Wärme, die frei würde, wenn wir aus den Elementen Hydrazin herstellen. Gegeben sind die Bildungsenthalpien der Atome und die Bindungsenthalpien der NH- und NN-Bindung. Wir skizzieren die gegebenen Daten in ein Enthalpiediagramm. Alle Elemente, wie gehabt, auf der Nulllinie. Stickstoff und Wasserstoff, die können wir in beliebigen Mengen hier aufführen. Sinnvollerweise führen wir sie so auf, dass sie der Stöchiometrie unserer Verbindung entsprechen. Die Lage von N2H4 wissen wir noch nicht. Ich habe die testweise mal ins Negative gelegt. Der Pfeil zwischen den Elementen und der Verbindung wäre die Bildungsenthalpie. Die Atome, die wir hier einzeichnen, die gasförmigen Atome liegen weit oberhalb der Elemente. Wir haben 2 Stickstoffatome und 4 Wasserstoffatome. Die gesuchte Größe ist die eben genannte Standardbildungsenthalpie, hier als roter Pfeil gekennzeichnet. Aus Tabellenwerten, nämlich aus den gegebenen Tabellenwerten zu berechnen, ist die Atomisierungsenthalpie. Die Wärme, die ich brauche, um Stickstoff und Wasserstoff zu atomisieren. Weiterhin ist aus Tabellenwerten, und zwar aus den Bindungsenthalpien, die Summe der Bindungsenthalpien der Verbindung N2H4 zu ermitteln. Und dann hätten wir den grünen Pfeil und den gelben Pfeil und können daraus nach dem Satz von Hess den roten Pfeil errechnen. Allerdings haben wir nur einen Schätzwert, denn die Bindungsenthalpien sind Mittelwerte, beziehen sich auf durchschnittliche Bindungen. Im Einzelfall können die Bindungsenergien deutlich abweichen. Wir basteln uns unser Hydrazinmolekül quasi wie aus dem Molekülbaukasten aus 2 Stickstoffen und 4 Wasserstoffen, indem wir sie zusammenstecken. Wir haben dann 4 NH-Bindungen, jede im Mittel mit 386 Kilojoule minus. Und wir haben eine NN-Bindung im Mittel minus 167 Kilojoule. Das bedeutet, bei unserem Steckspiel erhalten wir aus den Atomen zum Molekül minus 1711 Kilojoule pro Mol an Wärme. Die Atome müssen wir dann aus den Elementen herstellen, indem wir zwei Moleküle Wasserstoff dissoziieren und ein Molekül Stickstoff dissoziieren. Dafür brauchen wir 4-mal die Bildungsenthalpie von H und 2-mal die von N, also die Wärme von 1812,96 Kilojoule. Mit wird nach Hess die Bildungsenthalpie, der rote Pfeil, errechnet. Wir brauchen die vektorielle Summe der Bindungsenthalpien und der Atomisierungsenthalpien. Um die Vorzeichen eindeutig zuzuordnen, habe ich die beiden Zahlenwerte in Klammern geschrieben. Die Bindungsenthalpien haben ein negatives Vorzeichen, die Bildungsenthalpien der Atome haben ein positives Vorzeichen. Zusammengenommen haben wir eine molare Bildungsenthalpie von plus 102 Kilojoule pro Mol. Das bedeutet, wir haben hier eine endotherme Verbindung. Bedeutet, wir haben die Skizze nicht ganz richtig gezeichnet. Tatsächlich müsste die Lage des Hydrazins oberhalb der Elemente erfolgen.